Heute bei uns wird es ein bisschen teurer werden. Und zwar bauen wir einen neuen Markenladen bei uns. Und zwar Gucci Gucci. Vielleicht kennst du diese Marke, hast sie schon mal auf der Straße getroffen oder besitzt du selber schon einen Teil von Gucci Gucci. Ich selber kann nur sagen, ich habe nur eine Rolex aus Polen. Aber in Minecraft, da können wir ja vieles bauen. Von daher gibt es auch heute hier einen Gucci Gucci Laden. Ja, edle Klamotten. Wir können ja später mal so ein Video machen, so, hey, wie viel ist dein Outfit in Minecraft wert? Denn ich trage hier nur Gucci oder hier drüben was von Deichmann. Ja, sowas können wir uns schon mal leisten. Ja, wie du natürlich auch selber zu so einem Gucci-Gucci-Laden kommst, zeige ich dir heute. Von daher, Blöcke in die Hand, los geht's. Holt euch mal für den Start heute erstmal ein bisschen gelben Beton raus. Weißer Beton, glatter Quarzblock, Treppen wie Stufen. Dann holen wir uns Glas. Ja, da ist wieder die Wahl offen. Meine Empfehlung ist jetzt einfach mal schwarzes Glas wie Scheiben. Dann holen wir uns noch Eisengitter raus und polierte tiefer Schiefertreppen. Legen wir erstmal los mit dem Grundriss. Dafür nehmen wir unseren gelben Beton und ich ziehe jetzt erstmal die Vorderfront. Und da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke hin. Dann gehen wir zwei nach oben, lassen für die Tür vorne vier Blöcke frei. So, ein Block hin. Wir können hier schon gleich genauso, zack, hier so eine Dreierreihe machen. Und dann geht es wieder zur Seite weg. Wir ziehen den vorderen mit. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke einmal hin. So, Freunde, dann geht es einmal zu den Seiten. Da sitzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke einmal hin. So, jetzt ziehen wir das einmal rüber. So weit, wie wir das auch vorne haben. Und dann verbindet ihr das einfach nochmal so nach vorne weg. So. An den Ecken, jetzt hier an den Seiten, da setzen wir jetzt insgesamt 6 Blöcke noch rauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nach hinten weg, da lasst ihr einfach mal 4 Blöcke Platz und setzt hier auch wieder eine Strebe hin. Dann lasst ihr einfach mal, müssen wir mal gucken, 5 Blöcke Platz. Setzt hier wieder die Strebe hin, lasst nochmal 5 Blöcke Platz, Strebe hin. Solltet ihr perfekt hier vorne auf der Ecke ankommen. So, jetzt hier bei der Dreierfläche, Mitte mal wegschlagen, dann könnt ihr den hier auch wieder nach oben ziehen. Und die andere Seite machen wir synchron einfach genauso hinterher, meine Freunde. So, das heißt hier auch wieder 5 Blöcke freilassen. Hier auch nochmal 5 frei. Zack, schön unter der Ecke denn die Strebe. Und nach hinten weg. Na, nur 4 Blöcke. So, die Rückseite hier, die könnt ihr jetzt einmal komplett zuziehen. Hier kommen keine Fenster hin. So, die Rückseite haben wir jetzt einmal zugezogen, widmen uns wieder der Vorderseite. Meine Fenster mache ich mal auf eine Höhe von 3 Blöcke. Das heißt, ihr könnt die letzten 3 Blöcke hier einfach schon mal zuziehen. Die Vorderfläche hier bei unserer Eingangstür, die könnt ihr eigentlich hier komplett einmal zuziehen. Hier lassen wir mal die Lücke einfach so verschwinden. Und dann bleiben wir wieder auf der Vorderseite und ziehen jetzt die nächsten Etagen nach oben. Wir fangen wieder an der Seite einmal an. Und zwar hier, wo wir schon sowieso unsere Strebe haben, setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einmal rauf. So, hier auch nochmal 10 Blöcke hin. Und jetzt machen wir einfach die Streben, die wir unten haben, ja, so wie sie unten sind, auch nochmal nach oben. Nur, dass wir hier, zack, jeweils 10 Blöcke nach oben ziehen. Wenn ihr das habt, wollen wir hier natürlich die Fenster ein bisschen einteilen. So groß wollen wir die natürlich nicht machen. Unten werde ich jetzt an sich einfach die Fenster auf eine Höhe von, ja, sagen wir mal 5 Blöcke machen. Dann setze ich mir so eine Strebe rein. Und dann, ja, sage ich mal ganz oben natürlich eine Strebe rein. Dann haben wir hier eine Höhe von 3. Die ziehen wir jetzt rüber zur anderen Seite. Als nächstes nehmen wir jetzt erstmal unser Glas zur Hand und können die ganzen Fenster bestücken. Ich werde mir jetzt unten die Fenster mit Glasscheiben machen und die weiter oben mit Glasblöcken. Das ist einfach mal meine Empfehlung, denn unten soll es schick aussehen, oben kann ruhig die Blöcke verwendet werden. Das ist da nicht so schlimm.
Sieht doch schon mal ordentlich aus, jetzt wo Glas drin ist. Ich habe mir auch schon gleich erlaubt, unten die Türme einmal reinzubauen. Ja, ist glaube ich nicht allzu schwer. Mit Eisen geht dann natürlich die Griffe. Und man kann auch gerne Treppen nehmen, um unten die Tür damit so ein bisschen zu befestigen. Sieht immer ein bisschen schöner aus. So, sobald wir das haben, geht es jetzt weiter mit unserem weißen Beton. Wir fliegen einmal an die Seite. Und zwar hier. Neben unserem Fenster. Wir lassen einfach mal eine Blockreihe frei. Und dann setzen wir hier dreimal weißen Beton hin. Den könnt ihr bis nach oben hinziehen. Da, wo, sag ich mal, unser Gebäude auch aufhört. Auf der anderen Seite machen wir es mal ein bisschen anders. Da lasst ihr natürlich auch so eine Reihe frei neben dem Fenster. Und zieht hier mal die Blockreihe einmal nach hinten weg und lasst das hier auch einmal überstehen. Das Ganze könnt ihr jetzt einmal komplett nach oben ziehen. Soweit wie unser Gebäude hier auch ist. Wir wollen natürlich jetzt die Rückseite so mit der anderen Seite hier ein bisschen verbinden. Wir bleiben immer noch beim weißen Beton. Ich würde mal sagen, wir ziehen erstmal unten eine Reihe lang. Ne, dass wir das hier erstmal so ein bisschen einfangen, das Gebäude. Wenn wir das haben, lassen wir einfach mal, würde ich sagen, 5 Blöcke Platz dazwischen. So. Und dann ziehen wir hier die nächste Reihe einmal rüber. Ja, zur anderen Seite. Und die machen wir jetzt mal auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke. Und das gefällt mir schon, daher werden wir das Ganze noch einmal beibehalten. Das heißt, wir ziehen jetzt hier eine weitere Reihe mit unserem gelben Beton. Und zwar machen wir hier wieder 5 Blöcke einmal hin. So, die können wir hier auf der freien Fläche rüberziehen wieder. Schon wieder etwas zu schnell beim Bauen. Ich habe jetzt oben jetzt wieder eine weitere 3 weiße Betonreihen hingesetzt. Dann habe ich mir das hier so ein bisschen eingefangen. So könnte man es theoretisch schon so grobartig lassen. Ich werde mir das aber noch ein bisschen verfeinern. Und zwar werde ich jetzt hier die eine Seite mir noch ein bisschen verstärken. Das heißt, ich mache mir hier wieder eine 3er Breite hin. Das könnt ihr ruhig bis nach oben ziehen. Denn wir wollen jetzt unser Dach oben noch ein bisschen abändern. Und zwar so glatt zu lassen. Das passt nicht zu Gucci. Gucci ist ein bisschen, ne, ein bisschen edel. Wir werden uns aber erstmal von unten nach oben arbeiten. Das heißt, wir fangen erstmal mit den Quarzstufen an. Und zwar werden wir jetzt hier aus 2 Stufen einen Block formen. Aber in Wahrheit ist es kein Block. Es sind einfach nur 2 Stufen, aber das wirkt so ein bisschen. Und zwar so, dass wir, sag ich mal, unter unseren Fenstern hier so einen halben Block haben. Und darunter sitzt einfach dann eine weitere Stufenreihe. So, da ziehen wir natürlich jetzt hier einmal bis zur anderen Seite. Und wenn wir das haben, geht es jetzt einmal nach oben. Hier gleiches Spiel. Ihr setzt jetzt einfach, natürlich am letzten Block, einfach eine Stufenreihe hin. Die ziehen wir mal rüber. Aber halt, nicht so weit rüberziehen, denn wir wollen das hier ein bisschen abändern. Wir werden es mal an der Seite ein bisschen anders machen. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach mal Quarzblöcke. Wir werden das hier ein bisschen abhauen, also ein bisschen was wegbauen müssen. Und zwar setze ich mir jetzt hier die Quarzblöcke-Reihe so hin, dass ich auf dem Fenster hier nur eine Reihe habe. So, und auf der Vorderseite zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 Blöcke. Dann gehen wir nochmal schräg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, was ich jetzt hier halt zu viel habe, das haue ich mir einfach mal weg. Und da könnt ihr auch ruhig bis zur anderen Seite das hier weghauen. Ja, das muss sein. So, eine Reihe muss ja auch nochmal weg. So, schön. Einmal rüber und zur anderen Seite. Wunderbar. So, jetzt tauschen wir mal hier ein bisschen was aus. Und zwar das Glas, das ganz oben steht. Das machen wir weg und nehmen dafür einfach hier einmal so einen gelben Block hin. So, wunderbar. Und das verfeinern wir natürlich jetzt mit unseren Treppen und Stufen. Das heißt, hier könnt ihr beim Übergang natürlich so eine Treppe hinsetzen. Auf der anderen Seite hier natürlich auch gerne umgedreht die Treppe. So, das lassen wir. Ja, das sieht aus. Obwohl, man könnte hier auch theoretisch einen Block hinsetzen. Ja, was einem besser gefällt. Wir setzen hier oben drauf auch nochmal eine weitere Stufenreihe hier einmal hin. So, eine Seite auch. Und das ist ja dann, sage ich mal, schon so die Form für unser Dach, was wir dann auch zur anderen Seite ziehen. So, ich mache hier oben auch nochmal die Stufe nachher mal hin. Und da zieht man sich dann einfach zur anderen Seite. So, wir wollen natürlich jetzt auch noch die Schrift einmal rauf machen. Natürlich dieses Gucci Gucci, das muss sein. Wir fangen am besten hier bei der ersten Strebe einmal an. Ich lasse mir mal unten 2 Blöcke frei. So, dann machen wir einmal hier das G hin für Gucci. Mal selber überlegen, wie wir das am besten machen. Dann vielleicht die Buchstaben so ein bisschen mit Treppen abrunden. Das passt immer ganz gut. Ich lasse mir einfach mal 2 Blöcke Platz zu jedem Buchstaben, bevor wir den nächsten einmal hin machen.
So ein U, ich glaube, da muss ich nicht zu viel sagen. Das ist erkennbar. Ne? Ein bisschen immer abrunden. So, jetzt kommen zwei Cs. Die sind auch relativ einfach. Ne? Gucci, Gucci. Gucci, Gucci ist das Zauberwort. So, Treppen zum Abrunden. Ja, schick. Und dann kommt nochmal das I. Ja, jetzt ist hier natürlich wieder so die Frage, wie wollt ihr das I machen? Ich mache hier natürlich mit Punkt. Aber ich glaube, das Original-Logo, das ist einfach nur so, aber das wirkt nicht so, finde ich. Dann machen wir das so einfach, ne, mit einem I-Punkt. Wunderbar, das ist Gucci Gucci. So, jetzt haben wir natürlich innen drin noch die Aufgabe, das natürlich einzurichten. Ne, dafür gucken wir uns mal das Original einmal drüben an. Und ansonsten müsst ihr das Dach natürlich noch einmal nach hinten wegziehen. Und nicht vergessen, der Tier muss angepasst werden. Hier zieht das dann einfach genauso rüber, wie es auf der Vorderseite ist. So sieht es natürlich dann fertig aus, ne, wenn ihr es gerade nach hinten wegzieht. Wir lassen das Dach diesmal nicht überstehen, das muss nicht sein. Denn dieses Gebäude ist ja auch dafür gedacht, dass man hier vielleicht den nächsten Laden daneben baut oder dahinter baut. Von daher so ein Reihenhaus, könnte man schon fast dazu sagen. So, natürlich habe ich mir oben die Etage verkleidet mit anderen Blöcken. Ne, wer Interesse hat, sage ich mal, so einen Gucci-Gucci-Laden einzurichten, der kann natürlich auch oben sich das gestalten. Aber bei vielen Läden ist ja sowieso oben mehr Fake, das ist mehr so Deko. Aber wir gehen jetzt rein und kaufen uns was Schönes von Gucci. Ja, innen drin, ich glaube, alles sehr übersichtlich. Ich muss dafür eigentlich nicht wirklich erklären. Das Schaufenster vorne, ne, die besten, teuersten Klamotten hier hängen hier aus. Hier haben wir Schmuck, Handtaschen, Kleider jeder Farbe und natürlich auch Schuhe hat Gucci, sage ich mal, hier zur Auswahl. In Minecraft gibt es ja leider keinen Spiegel. Falls das irgendwann mal kommen sollte, könnte man das ja austauschen. Das soll einfach so ein Spiegel sein. So, ey, wie sehe ich aus mit meinem Gucci oder Prada oder was auch immer ihr euch in diesen Laden natürlich hier reinbaut. Aber es ist natürlich ein Gucci-Store. So sollte man schon Gucci auch hier reinnehmen. Ansonsten, wenn ihr euch das natürlich hier ausgesucht habt oder euch anziehen lassen habt, ne, geht ihr am Ende natürlich zur Kasse. Hier wird es natürlich teuer. Das heißt, ihr legt eure Sachen hin, die ihr wollt. Die werden hier schön verpackt in Gucci-Taschen. Und dann könnt ihr die mitnehmen und dann habt ihr euch was in Minecraft von Gucci gekauft. So, jetzt weißt du, wir können einen Gucci-Gucci-Laden in Minecraft bauen. Schnapp dir die Blöcke, richt ihn dir ein und verkaufe deinen Freunden nur das Beste und Teuerste. Das heißt, hinter jedem Preis hängst du einfach noch eine Null ran. Dann passt das schon. Wenn dir das Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken, das Video zu teilen. Und dann sind wir auch wieder in der nächsten Folge dabei. Wir schauen mal, was wir da wieder basteln. Aber ansonsten war es das hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Von daher, haut's rein und ciao.